Herr Gerhardt, als nächster hat der Sachverständige Gregor Bayer vom Forum Natur Brandenburg e.V. das Wort. Bitte schön, Herr Bayer. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Damen und Herren Abgeordnete, ich bedanke mich ganz herzlich für die Gelegenheit, hier zu Ihrem Gesetzesvorhaben Stellung zu nehmen. Ich tue das hier an der Stelle. Die Vorredner haben das und auch mit Sicherheit die Nachfolgenden schon aus der juristischen Perspektive getan. Ich werde mich mehr auf die praktischen Aspekte aus dem Bundesland sozusagen fokussieren, das wie kein anderes momentan aufgrund der Höhe des Wolfsbestandes von der Thematik betroffen ist. Sie haben sich mit Ihrem Gesetzesvorhaben die Zielsetzung gestellt, die Rechtssicherheit bei der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten zu erhöhen. Das können wir nur auch aus der Brandenburger Perspektive sehr begrüßen, denn genau das ist momentan im Rahmen einer ganzen Reihe von Fragestellungen in Bezug auf den Wolf nicht gegeben. Zu prüfen ist natürlich, ob das Gesetzesvorhaben geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen und vor allen Dingen in einem zweiten Schritt auch, ob das Gesetzesvorhaben mit der aktuellen Wolfswirklichkeit übereinstimmt. Was den ersten Punkt anbelangt, will ich mich auf Ihr Kernstück sozusagen des Gesetzesvorhabens fokussieren. Auf die Frage erhebliche Schäden, ernsthafte Schäden. Sie sind da meines Erachtens grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Sie unterlassen es aber, den neuen Rechtsbegriff zu definieren. Weder führen Sie Positiv-Negativ-Listen ein, noch machen Sie durch sonst irgendeine Art und Weise Ihren gesetzgeberischen Willen deutlich. Ich empfehle daher dringend den Blick nach Märkisch-Oderland in Brandenburg, wo wir jetzt Jahre der Auseinandersetzung zum momentan bestehenden Rechtsbegriff in Bezug auf den Biber hinter uns haben. Jetzt haben wir gerade mehr oder weniger Rechtssicherheit, auch durch die Biberverordnung. Und jetzt führen Sie einen neuen Begriff ein, der eigentlich eine neue Phase der Rechtsunsicherheit begründen wird. Deshalb sehen wir hier dringenden Bedarf, dass Sie hier deutlicher formulieren, um was es eigentlich bei dieser Definition geht, die Sie neu fassen wollen. Der zweite Aspekt ist uns noch wesentlicher, nämlich die Frage, ob das Gesetzesvorhaben mit der Wolfswirklichkeit kompatibel ist. Die Wolfswirklichkeit kann man natürlich sehr gut am Wolfsbestand beschreiben. Wir haben ja gerade jetzt in der vergangenen Woche die aktuellen Zahlen zur Kenntnis genommen, allerdings zum Frühjahr diesen Jahres umgerechnet 878 Wölfe, so ungefähr für die Bundesrepublik Deutschland. Momentan, wenn Sie den Zuwachs des diesjährigen Jahres dazu rechnen, 1190. Im Jahr 2022 werden es 3000 sein und in 10 Jahren ungefähr 25.000 Wölfe. Das ist durchaus realistisch, weil wir in der Kulturlandschaft eben keine Kapazitätsschwelle haben, die das Ganze begrenzt. Wir haben den Eindruck, dass Sie mit Ihrem Gesetz versuchen zu überholen, ohne einzuholen. Das ist nach aller historischer Erfahrung bisher schiefgegangen. Sie müssen sich der Wolfswirklichkeit stellen. Sie nennen Ihr Gesetzesvorhaben zweites Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Wir würden empfehlen, dieses Vorhaben umzunennen in Wolfsakzeptanzverlustbeschleunigungsgesetz, WAVBG. Das wäre eine gängige Terminologie, die wir gewohnt sind. Aber ich glaube, wir sollten wirklich den Weg gehen, jetzt in der Wolfswirklichkeit anzukommen. Die Kulturlandschaft mit Wolf und mit Weidetieren muss möglich werden. Und dazu brauchen wir das aktive Bestandsmanagement. Diesbezüglich möchte ich appellieren. Vielen herzlichen Dank.